Also das ist der Plan, das müssen wir auch schaffen, oder? Wir holen erst die Schaufel und dann die Shotgun und dann, wenn noch Zeit ist, holen wir das Katana. Das wäre perfekt. Und für die Schaufel brauchen wir die Enterhaken, Pistole und das Atemgerät. Alter, was? Das klingt schwierig. Wir haben auf jeden Fall da vorne direkt mal Mutanten. Ich würde erstmal sagen, die Rope Gun holen. Die Rope Gun, okay. Rope Gun, alles klar. Gedrückt halten. Danke, Steven. Boah, weißt du das schon wieder? Wieso weißt du das schon wieder? Wieso weißt du das schon wieder? Und ich brauche Essen. Haben wir hier irgendwo Essen? Ein Vögelchen oder so? Hast du mittlerweile rausgefunden, wie ich einen Bogen schießen kann? Hilfe bei. Hänge bei einem. Z oh! Hänge bei einem Zombie. Willkommen. Das ist auch ein Zombie. Kann ich die essen? Kann ich da noch abhacken wie früher? Nee, ne? Ich sehe Sebe nicht mehr. Ah, Sebe ist da. Hallo, Sebe. Hallo Werner. Wir müssen auf jeden Fall Shayuna hinterher. Oh, schön Crunchy Munchies. Crunchy Munchies. Da wäre ich aber sofort ganz satt. Was ist das denn? Hier ist ein Motorboot. Oh, ein Seil. Wichtig. Noch ein Seil. Sebel, du musst auf jeden Fall bei Shayuna bleiben. Die kennt den Weg. Weiß nicht, wie du jetzt dahin hingekommen bist. Bist du geportet? Bist du gestorben oder so? Richtig schön zu dritt auf eine Mission. Ey, ich spiele nur auf Mittel, ne? Und es läuft echt nicht gut. Und ich weiß nicht, ob es am Early Access liegt, weil ich habe bei anderen Streamern gesehen. Bei mir liegt es auch. Ich habe bei anderen Streamern gesehen, dass es echt viel besser läuft als bei mir. Und ich spiele nur auf Mittel. Hier ist so der Typ, der sich erhangen hat. Den haben wir doch schon mal freigelassen. Wenn mich nicht alles täuscht. Wo ist Sebe schon wieder? Portet ihr euch? Wo ist Sebe? Sind wir hier nicht eben lang? Wie schnell ist denn Shayuna jetzt auf einmal gelaufen? Hier ist doch irgendwas faul im Staat Dänemark. Hier stimmt doch was nicht. Mein besten Freund, immer The Forest Gespräch. Chris Beisborn. Danke, dass ich schon mal aufgehört. Ja, verstehe ich. Ja. Was soll ich so sagen? Schwierig. Hier ist Shayuna. Hey, jetzt laufe ich wieder in die andere Richtung. Ich bin verwirrt. Wir haben letztens auch viel den ersten Teil von The Forest gespielt, aber eigentlich um Platin zu holen auf der PlayStation. Deswegen so über lange Baustellen rumtragen. Ist das jetzt besser? Ja und nein. Man hat nicht mehr die Baumstamm, den dieses Trage, Baumstamm-Trage-Ding. Das ist doof. Aber man kann Baumstämme jetzt werfen. Ein Baum gibt nicht mehr nur vier Baumstämme, sondern kann sieben, acht Baumstämme geben. Einer. Die Bäume fällen geht viel schneller. Also jetzt als zur Demonstration. Erstmal muss ich nur gedrückt halten. Und schon ist er gefallen. Eins, zwei, drei, vier. 5, 6, 7 Baumstämme aus einem. Und das ging richtig schnell. Und du hast halt hier die Mechanik, dass du die werfen kannst. Und du kannst jeden Baumstamm einzeln verwerten. Also du kannst ihn jetzt nehmen. Und dann hier auf dem Boden einfach hinlegen. Und dir so deine Base bauen, wie du willst. So. Und dann kannst du den nächsten nehmen. Und. So. Und du kannst deine kannst halt bauen, bauen, bauen. Das ist eigentlich richtig, richtig nice. Und man darf nicht vergessen, es ist nur Early Access. Da werden bestimmt noch einige Erweiterungen zukommen. Was das Bauen angeht, ist es echt besser geworden. Shayuna, worauf warten wir hier eigentlich die ganze Zeit? Wenn wir ein hohes Haus mit Lift gebaut haben, das brauchen wir immer ewig. Ja, das ist hier bedingt besser. Aber auch nur bedingt. Also,
Das Grundprinzip von Bäume tragen und Bäume irgendwo hinpacken, um was zu bauen, ist dasselbe. Das hat sich nicht großartig geändert. Du hast nur jetzt viel mehr Freiheiten. Du hast jetzt viel mehr Freiheiten und kannst viel genauer was bauen. So wie du dir das vorstellst. Aber ich habe das jetzt schon öfters gesagt, man muss echt bedenken, dass das ein Early Access ist, ne? Und auch wenn sie vor einem Jahr schon gesagt haben, dass das hier alles ein Vollpreistitel wird und so. Und ja, es ist ein bisschen teuer mit 28 €. Aber die haben ja das Versprechen, dass da noch mehr kommen wird. Und deswegen habe ich damit nicht so ein Problem, muss ich ehrlich sagen. Wie andere Streamer-Kollegen zum Beispiel. Ich weiß zum Beispiel, G-Time habe ich vorgestern viel zugeguckt. Den gucke ich immer ganz gerne. Und ich habe ein bisschen mit ihm diskutiert. Der findet, also der ist sehr, sehr enttäuscht von der ganzen Kommunikation und auch vom Game. Ich weiß nicht, wenn das Game jetzt 10 € weniger kosten würde, wäre es dann besser? Also sich deswegen aufzuregen, nur weil das jetzt so in Anführungsstrichen teuer ist und man gesagt hat, es wäre ein Vollpreistitel und es jetzt letztendlich Early Access ist, also finde ich nicht so schlimm. Ich finde es besser so, die sagen, es ist Early Access und da kommt noch ganz viel, als es für 40 € zu verkaufen wie Pokémon. Und dann zu sagen, ja, ist halt so fertig. Das wäre ja noch viel schlimmer. Da muss man immer denken, es könnte noch viel schlimmer sein. Es könnte immer schlimmer sein. An der richtigen Ecke sind wir schon mal. Wo sind wir denn? Hier sind wir. Okay. Ah, das ist sogar relativ am Anfang. Das ist direkt am Anfang beim Hubschrauber. LOL, beim Hubschrauber. Ah, okay, Hubschrauber ist immer woanders, aber für uns gesehen am Hubschrauber. Chillig. Hier soll wohl eine Höhle sein, okay? Ja, ist ja eingezeichnet, ne, in unserem Ding. In der Höhle, wir waren doch in der Höhle hier. In der Höhle waren wir doch. Das wird schwierig. Schwierig und witzig. Ich habe nämlich auch keine Pistolen-Dinger mehr, glaube ich. Meine Pistole ist leer. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Also aufs kritisch mit unfertigen Spielen. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Habe ich ehrlich gesagt auch schon gemerkt. Sehr kritisch. Ich kann das verstehen. Ich kann es übel nachvollziehen. Gerade sowas wie Pokémon. Oder Nintendo macht das echt gerne aktuell. Mittlerweile leider. Also Spiele unfertig rausbringen und dann fertig patchen. Finde ich gut. Kann ich verstehen, dass es da Kritik gibt. Sowas gab es früher nicht. Shayuna, du weißt, genau in der Höhle waren wir, ne, letzte Mal. Und wir sind jämmerlich gestorben. Kann es sein, dass die Gegner, die wir besiegt haben, tot bleiben? Ich sehe nämlich keine. Ja, das ist genau die Höhle, wo wir letztes Mal waren. Das werden wir nicht schaffen. Ich habe keine Ahnung, wie man Pfeil und Bogen benutzt. Das Vieh greift an. Erklär mir lieber, wie ich Pfeil und Bogen benutze. Das Baby bei R8 aus. Wie kann ich Scheiß? Oh Junge. Okay, hier war mal ein fetter Gegner, den haben wir aber schon besiegt. Ey, kann sein, dass die Gegner, die wir schon besiegt haben, besiegt bleiben. Voll gut. Das wäre richtig gut. Weil wir haben hier schon ein paar fette Gegner letztes Mal besiegt gehabt. Shayuna ist richtig im Speedrun-Modus. Shayuna war das? Okay, Shayuna war das. Ah! Autsch, bin tot. Liege auf dem Boden. Ich wurde getroffen. Ich bin getroffen. Lu am Boden.
Bin wieder tot. Lu am Boden. Lu am Boden. SOS, Lu ist down. Genau so. SOS. SOS. Affenalarm. SOS. Affenalarm. Angreifen, abwehren und abfackeln lassen. Okay. Shayuna ist der Profi. Ich habe aber keine Fackel. Ich habe nur eine Axt. Bin Feuerwehrmann. Das ist eigentlich eine coole Mechanik, wenn man in der Höhle stirbt. Dann respawnt man am Anfang der Höhle einfach wieder und die Gegner sind tot. Also es ist schon ganz nett. Ist nicht so wie beim ersten Teil, wo du immer am Schiff respawnst. Beziehungsweise am Flugzeug. Zwei Wege gefällt mir schon wieder nicht. Zwei Wege ist immer doof. Hier war auf jeden Fall der fette Gegner. Da ist noch ein fetter Gegner und ganz viele kleine Gegner. Aber da ist safe richtig. Wenn hier so viele Gegner sind. Ich sehe, kann den Loot schon schmecken. Oh, das ist geil. Geil. Geil, nochmal. Nee, der ist tot. Geil. Säbe. Geiler Move. Einfach alles gekillt. Ein One-Hit, alles ge-One-Hitted. Chillig. Das war nice. Guck mal, was wir hier haben. Was ist das? Enterhaken. Wir haben Enterhaken gefunden. Enterhaken geschafft. Jetzt nur noch aus der Höhle rausfinden. Hä, Sebe, bist du einfach hier runter? Ist aber gefährlich. Oh mein Gott, das ist voll gefährlich. Oh. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Vieh? Sebe, zurückkommen, zurückkommen, Sebe. Alter, hier sind zwei so Viecher. Ich wünschte, ich wäre hier nicht runter. Hol eine Granate raus. Direkt Granate drauf. Direkt eine Bombe. Habe ich auch eine? Lass mal hier pennen, Leute. Dann holen wir morgen das Atemgerät und die Shotgun. Ach nö, ach nö, ach nö. Wer bist du denn? Wieso habe ich eigentlich die kleine Axt ausgerüstet?